Ja, wer von euch fährt denn mit zur Feuerwehrwinkelhalle? Ich wäre dabei. Ja? Ja? Ich auch. Ich habe keine Zeit. Wieso nicht? Das denn hier nicht? Du sitzt doch hier auch jetzt bei uns. Ja, einer muss ja hier auf Wache halten, die Stellung halten, genau. Ja. Feuerwehr ohne Anni geht nicht. Nee, eben, deswegen. Ich finde, dass ja Feuerwehr ohne Susanne geht nicht. Auf Anni könnte man doch verzichten, oder nicht? Der Lars ist wieder nicht da, ne? Ja, ja, ich, da hat Andi wieder verloren. Ja, wo ist der eigentlich? Der ist wahrscheinlich auf dem Träger auf der Erde. Der sitzt, nee. Der sitzt auch wieder, ne? Ja. Der ist nach Heide mit Christi. Na. Glaube ich. Das ist auch ganz schöner Mist, dass Bernd Fründ unsere Stehtische an die Feuerwehr Wesselburen ausgegeben hat, oder? Aber hallo, nun sitzen wir hier in der Sonne, werden gebraten, ich würde viel lieber stehen. Das ist nicht das Gesündeste, echt nicht. Nee, definitiv. Aber ich habe da eine Idee, wartet mal. Jetzt bin ich gespannt. Mal gucken, was jetzt kommt. Wir warten. Few moments later. Alarmiert, probiert mit Challenge 2024 zum Einsatz vor. Kameraden. Wir hier, moin Kameraden aus Winkelheit. Ihr habt uns ja nominiert zu der B
Biertisch-Challenge. Wie ihr sehen könnt, sind wir in Schülp auch erfolgreich, auch ohne so viel Biergenuss. Ihr wisst ja, wir trinken mehr die Eingehängten. So, jetzt kommen wir zu unseren neuen Nominierungen der Feuerwehren. Darf ich bitten, Kameraden? Wir nominieren die Jugendfeuerwehr Wesselburen. Die Freiwillige Feuerwehr Garding. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinsbüttel. Die Freiwillige Feuerwehr Hemme. Ja, und last but not least die Freiwillige Feuerwehr Tönning.